Presse erfahren habt, waren Lutz und ich am Samstag auf einer großen politischen Konferenz in der Nähe von Prag. Wir haben uns mit Vertretern von Bürgerbewegungen und Parteien aus europäischen Nationen getroffen. Folgende Länder haben teilgenommen oder waren zugeschaltet: Tschechien, Slowakei, Polen, Österreich, Bulgarien, Holland, Finnland, Estland, Italien und natürlich Deutschland. Unabhängig von der EU und den üblichen elitären Zirkeln werden wir die Vernetzung der Patrioten Europas ausbauen. Zur Festung Europa. Und deshalb nennt sich auch die Gruppe der Teilnehmer so: Festung Europa oder auf Englisch Fortress Europe. Denn nur im Schulterschluss wird es uns gelingen, unser Europa, so wie wir es kennen und lieben, zu erhalten. Das Klima dieser Konferenz war geprägt von Vertrauen und gegenseitigem Respekt, von Freundschaft und dem Bewusstsein, die Kräfte zu bündeln, uns auf unsere Stärke als Europäer zu besinnen, um vereint für unseren Kontinent zu kämpfen. Merkel und die Bundesregierung zeigen gerade der Welt, wie Asylpolitik nicht funktioniert. Sie haben Deutschland innerhalb von Europa isoliert. Als Pegida brachten wir klar zum Ausdruck, dass Frau Merkel die Mehrheit der Deutschen nicht vertritt. Ist das Ziel der Vernetzung die Völkerverständigung. Denn nur in tiefer Völkerverbundenheit wird es uns gemeinsam gelingen, den Bevölkerungsaustausch und die damit verbundene Islamisierung Europas abzuwehren. Eine Unterwerfung kommt nicht in Frage. Intensiver Diskussion haben alle anwesenden Ländervertreter ein Positionspapier unterzeichnet, die Prager Erklärung. Und diese Erklärung trage ich euch jetzt vor. Prager Erklärung. Im Bewusstsein der Tatsache, dass die tausendjährige Geschichte der westlichen Zivilisation schon bald ein Ende haben könnte, durch die islamische Eroberung Europas und der Tatsache, dass die politischen Eliten uns verraten haben, erklären wir, die Vertreter der verschiedenen europäischen Nationen, Folgendes. Wir werden Europa nicht unseren Feinden überlassen. Wir sind bereit, uns zu erheben und uns gegen den politischen Islam, gegen extreme islamische Regime und ihre europäischen Helfer zu stellen. Wir sind bereit, unsere Freiheit, unser Vermögen, unsere Berufe und Karrieren zu riskieren und vielleicht auch unser Leben. So wie es Generationen vor uns getan haben. Widerstand! 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 Es ist unsere Pflicht gegenüber den künftigen Generationen. Wir weigern uns, einer europäischen Zentralregierung zu unterwerfen.
Die Regeln der globalen Eliten haben uns Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption, Chaos und den moralischen Zusammenbruch gebracht. Es ist an der Zeit, dies zu beenden. Richtig! Richtig! Wir respektieren die Souveränität der europäischen Nationen und das Recht der Menschen in allen europäischen Ländern, ihre Angelegenheiten zu regeln, wie sie es für richtig halten. Wir erachten es als heiliges Recht der Bürger aller europäischen Länder, ihre Grenzen zu schützen und zu entscheiden, welche Migranten sie akzeptieren und welche sie in ihren Ländern nicht akzeptieren. Wir verweisen auf unsere gemeinsamen europäischen Wurzeln, Traditionen und Werte sowie die historischen Allianzen unserer Nationen. Wir sind entschlossen, Europa, die Redefreiheit und alle anderen bürgerlichen Freiheiten sowie die Art unseres Zusammenlebens zu schützen. Wir werden diesen Entschluss manifestieren durch unsere Teilnahme an einer gemeinsamen Demonstration, die am 6. Februar 2016 in vielen europäischen Städten stattfindet. Das war die Prager Erklärung. Und natürlich wird die Zusammenarbeit auch nach dem 6. Februar weitergehen. Wir haben heute Freunde aus England und Dänemark hier. Wir haben enge Kontakte nach Belgien, Frankreich, Spanien, Irland. Wir haben Kontakte nach Ungarn. Wir werden Sie alle bitten, sich der Prager Erklärung anzuschließen. Liebe Freunde, noch nie war es so wichtig, ein starkes, vereintes Signal von Europa in die Welt zu senden. Deshalb, liebe Deutsche, seid euch eurer Verantwortung bewusst. Schließt euch diesem Signal an. Kommt zu Tausenden am Samstag, den 6. Februar nach Dresden, in die Hauptstadt des deutschen Widerstandes und zeigt Gesicht! Und Lutz Bachmann, der Initiator, der Gründer, der Motor von Pegida, der größten Widerstands- und Freiheitsbewegung, wird euch hier in Dresden mit wichtigen Vertretern aus dem Ausland und Live-Schaltungen in andere Städte begrüßen. Sigi, für die Presse Siegfried Däbritz, wird am 6. Februar in Bratislava in der Slowakei eine Rede halten. Und ich freue mich sehr auf Polen und werde an dem Tag in Warschau sprechen. Vielen, vielen Dank euch allen hier in Dresden für eure Standhaftigkeit. Ihr seid die Helden. Und bitte tragt die Botschaft der Festung Europa in die Welt und ladet alle zum 6. Februar nach Dresden ein, denen ein freies Deutschland und ein freies Europa auf der Seele brennt. Danke. Guten Abend, Dresden! Ja, und da wir gerade über die Prager Deklaration gesprochen haben, darf ich bitte Tommy Robinson nach oben bitten und unsere Tanja aus Dänemark, um eben diese Prager Deklaration hier als nächste Länder zu unterzeichnen. Die konnten leider in Prag nicht dabei sein. Tommy, Tanja.
Tanja, you're the next for Denmark.